Hallo, liebe Fischer, willkommen bei Chat Tarot. Ich habe hier Karten auf dem Tisch für den Zeitraum Mitte bis Ende Mai 2024. Wie ihr sehen könnt, sind hier mehr Karten rausgekommen wie sonst bei meinen Videos. Also es wird turbulent. Ja, hier auf der Seite sind deine Karten, lieber Fisch, und hier für das Gegenüber. Die Rollen können allerdings auch vertauscht sein und bedenkt bitte immer, es ist eine allgemeine Legung. Das kann und wird hier leider nicht auf jeden Einzelnen zutreffen. Aber die, auf die es zutrifft, ja, ich denke mal, das sieht sehr gut aus. Ja? Positive Veränderungen stehen hier an. Liebe Fische, bereite dich vor. Ja, etwas kommt auf dich zu. Eine positive Veränderung, ja. Hier. Es ist nicht mehr weit. Ja, auch das Tarot sagt das. Hier, es startet mit drei der, also dritten großen Arkana, der Herrscherin. Ja, du hast alles, was du brauchst, ja, lieber Fisch. Großes Potenzial ist hier. Du kannst hier große Ziele anstreben, vieles für dich zum Positiven kehren. Ja, du hast alles im Griff. Also es steht hier wirklich alles zur Verfügung. Du musst es nur wollen. Hier haben wir mit dem Narren einen Neuanfang. Und hier mit dem Turm passiert hier etwas sehr überraschend, was dich hier, denke ich mal, aus so einer nachdenklichen und etwas trüben Verfassung rauskatapultiert. Sehr gut. Also hier passiert einiges in diesen 2 Wochen. Das war auch bei Jungfrau gerade. Da kannst du ja bei Jungfrau reinschauen. Vielleicht hast du es ja mit einer Jungfrau zu tun. Ist ja auch dein Gegenzeichen, fällt mir gerade ein. Ja, dein Gegenüber astrologisch ist ja die Jungfrau. Und hier hast du auch den Eremiten. Schau mal, die Jungfrau-Karte. Starker Rückzug hier. Du grübelst hier über etwas, bist hier zurückgezogen und dann passiert hier etwas mit dem Turm, das dich da rausholt aus dieser Grüblerstimmung. So, mit wem hast du es hier zu tun? Wer kommt hier auf dich zu? Tolle Energien. Erstmal muss ich sagen, wenn du den Verdacht hast, also das betrifft hier nur die, die wirklich wissen, okay, da gibt es noch eine andere, einen anderen Affärensituation, weil ich habe hier Königin der Kelche und König der Kelche, drei der Kelche und die hohe Priesterin, ja. Da ist noch jemand weiteres und das wird hier geheim gehalten oder versucht zumindest. Also, wenn das bei dir, wenn du das nicht spürst, dann ist es nicht für dich gedacht. Das ist hier wirklich für eine ganz kleine Gruppe an Zuschauern. Aber bei den anderen kann ich sagen, wunderbare Energien. Hier hast du es mit Menschen zu tun, die wollen mit dir eine schöne Zeit verbringen, die wollen mit dir Austausch, die sind genau auf deiner Wellenlänge. Vielleicht ist es auch ein weiterer Fisch, so wie du. Zumindest sehr viel Wasser, Krebs, Skorpion, Fische Energie. Sehr gefühlvoll, dieser Mensch. Ja, und hier 4 der Kelche, was ist das? Das ist hier dieser Rückzug hier, diese Blockade, die du hier aufbaust. Das mag dieser Mensch nicht. Das verletzt diesen Menschen. Da fühlt sich dieser Mensch von dir abgelehnt. Ja? Schauen wir mal mit einem weiteren Deck, was sich hier noch zeigt. Aber es sieht hier gut aus, muss ich sagen. Ritter der Schwerter umgekehrt. 2 der Schwerter. Fünf der Kelche. Der Eremit. Acht der Schwerter.
Sechs der Kelche. Neun der Schwerter. Zehn der Schwerter. König der Münzen. Puh, lieber Fisch, also. Schau mal, du hast hier wirklich tolle Karten. Du hast hier die Herrscherin, du hast den Narren. Das ist Leichtigkeit, das ist Input. Du hast alles, was du brauchst, ja? Du bist toll. Und dann ist hier trotzdem diese Traurigkeit. Etwas Neues kannst du einfach nicht annehmen. Du bist hier traurig. Warum? Hier auch 2x8 der Schwerter, Gedankengefängnis. Ja, du drehst dich hier im Kreis, ziehst dich immer mehr zurück. Ja, der Eremit hier zweimal. Du willst alleine sein, du willst deine Ruhe haben. Aber das Gute ist, hier sind 2 der Schwerter, 8 der Schwerter. Das endet hier. Das endet. Diese ganzen Sorgen gehen hier raus. Und zwar hier mit dem Turm früher, wie du denkst. Das wird rausgehen, glaub mir mal. Hier, ich habe ja gesagt, hier sind Leute um dich herum, die dich sehr gerne haben, die für dich da sind, dich unterstützen, gerne Zeit mit dir verbringen. Hier hängt jemand total an dir fest. Ach, die schönen alten Zeiten mit dem Fisch, war das toll. Für jemanden bist du die Wunscherfüllung. Aber dadurch, dass du dich hier immer weiter zurückziehst, ja, fühlt sich dieser Mensch fast schon krank, traurig, deprimiert, macht sich Sorgen, sagt, liegt das an mir? Aber hier mit 10 der Schwerter geht auch raus. Also bei euch beiden, das endet hier. Das endet hier mit diesem Turmknall. Irgendwas passiert hier, wo dann plötzlich Schluss ist mit Sorgen und Gedankenkarussell. Hier haben wir einen König der Münzen. Ja, also es zeigen sich hier 3 Personenkarten. Deswegen habe ich ja eingangs auch gesagt, bei einigen geht es hier um eine Dreierkonstellation. Wenn es so ist, dann endet das hier. Ja, dann endet dieses Konstrukt. Ansonsten ist es einfach wahrscheinlich, dass du hier unglaublich tolle Menschen um dich herum hast, ja, die nur möchten, dass du endlich mal hier aus deinem Schneckenhaus rauskommst und das Potenzial erkennst, was sich hier zeigt. Ja, auch ein König der Münzen hier, Stierenergie, Steinbock, Jungfrau, durchaus. Ja, liebt dich sehr, hält an dir fest. Und möchte nicht, dass du hier dir so viele Gedanken machst, dir so viele Sorgen machst und dich hier so, ja, hier so alles ablehnst. Guck mal, wie das hier weiterläuft. Wie geht das hier weiter? Neun der Kelche. Der Eremit. Page der Stäbe. Ritter der Schwerter. Oh, nee, ist mir alles zu viel hier, oder? Nehme ich das? So, Mäßigkeit und 3 der Kelche. So. 9 der Münzen.
König der Schwerter. Ass der Münzen. Sternkarte. Ja, sehr schön. Neun der Kelche und der Eremit. Endlich nimmst du wahr, welches Glück du hast. Irgendwas war die ganze Zeit in deinem Kopf, was dich nicht erkennen ließ, welches große Glück du hast. Ja, du hast alles, was du brauchst. Dreimal der Eremit hier drin. Hör auf, dich so zurückzuziehen. Du hast echtes Glück. Du hast Menschen um dich herum. Du hast eine Grundsituation, die wirklich ausreicht, um zufrieden zu sein. Ja? Ich sehe dich hier, du kommst aus deinem Schneckenhaus raus. Ja? Du bist wieder empfänglich. Du bist wieder offen. Hier ist irgendwas passiert, was dich ziemlich runtergezogen hatte, aber jetzt bist du wieder offen. Jetzt sagst du, ich nehm das wieder in Angriff, ja, ich bin wieder aktiv. Also hier bist du die ganze Zeit sehr passiv, ja, sehr für dich. Und da gehst du wieder unter Leute, du öffnest dich auch deinem Partner, deiner Familie. Es ist ein Thema, was mit anderen zu tun hat. Vielleicht liegt bei dir auch irgendeine Enttäuschung zurück, ein Verrat, ein Treuebruch oder Streitigkeiten mit anderen. Ja, da regelt sich das wieder. Du kommst hier in die Balance. Also du schließt damit ab, du schließt hier Frieden damit. Irgendwas fügt sich hier sehr positiv für dich. Irgendwas wird auch bereinigt, geheilt. Und darüber freut sich auch dein Gegenüber, ja? Hier mit neun der Münzen. Jemand aus deinem Umfeld fühlt sich wieder geliebt, fühlt sich wieder gesehen, gewertschätzt, weil du endlich das erkennst und wahrnimmst. Und das freut diesen Menschen. Dieser Mensch hat sehr viel an innerer Stabilität verloren, dadurch, dass du dich hier die ganze Zeit so zurückgezogen hast. Und im Übrigen hier ein Ass der Münzen und der Stern. Mit dem König der Schwerter. Für die, die jetzt auf Jobsuche sind oder vielleicht eine neue Wohnung suchen oder eine neue Partnerschaft finden möchten. Entschuldigung, ich bin schon etwas müde. Da zeigt sich hier in Zukunft etwas Wunderbares. Hier liegt die Wunscherfüllung. Mit dem Potenzial auf Stabilität, Langfristigkeit, Erfolg. Super Erfolg. Ja, wenn du Single bist und du suchst hier einen neuen Partner, möchtest jemanden kennenlernen, hier kommt jemand. Es ist starke Luftenergie, Wassermann, Zwillinge, Waage. Muss nicht in der Sonne sein, kann auch Aszendent, Mond, Venus sein. Ein Mensch, der eher ein bisschen kühler ist, ja, nicht so gefühlsbetont wie du, aber jemand, der sehr viel positive Energie reinbringt in dein Leben. Jemand, der dir etwas anbietet, was wirklich wertvoll und langfristig ist. So, liebe Fische, ich bin am Ende angekommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Mai. Genießt das schöne Wetter. Macht's gut. Tschüss.